So, dann wollen wir heute mal weiter so tun, als wären wir gedankengefesselt. Drachen sättigen leicht gemacht. Sammelt Zitter, Stachel, Rogen und füttert die wilden Schnappdrachen damit. Unzweckgerichtet arbeiten, sammelt 6 schillernde Perlen von Zitterschalenmuscheln. Zurück an die Arbeit. Ja, Chef. Okay, die Viecher können uns aufspüren. Und das ist natürlich nicht so dolle. Wäre halt noch die Frage, ob wir aufmounten können. Probieren wir es aus. Ja. Wir können aufmounten. So, wir müssen einmal hier runter in das Gebiet. Die müssen wir killen. Also kämpfen. Wo ist unsere Verkleidung? Weg. Aber was eine Kacke. Hä? Ja. Hä? Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe hier das Ganze gerade nicht. Alter, wie viel Leben hat er denn? 185.000. Mann, Mann, Mann. So, wir haben 4 von den Dingern jetzt. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir die dann füttern müssen. Ja, wir sammeln erstmal die 8. Also 4 Hammer, 6 Hammer. Wir gucken jetzt erstmal. Da unten. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Unterwasser-Questen hasse? Und da 2 von den Viechern. Ich glaube, es hackt hier langsam. Und dann auch noch so ein Vieh dazu. Ey, Leute. Nein. Oh. Ey, das ist so eine Scheißquesterei hier.
Die Mobs sind viel zu stark. Die Quests sind viel zu scheiße. Ich verstehe, warum die Leute das Addon nicht mögen. Naja, wenigstens haben wir unsere Verkleidung wieder. Was müssen wir jetzt eigentlich nochmal hier entdecken? Erfolge, Tunnel der Tiefennattern und Repositorium der Shirakes. Wo könnte das sein? Keine Ahnung. Hier, kämpf lieber mal gegen das Vieh hinter dir. Bevor du noch stirbst. Warum greift er jetzt auf einmal mich an? Haben wir die Dinger noch? Ja. 7 haben wir. Ori, helfen. Die Gezeiten flüstern von euren Taten. Ich fühle mich geehrt, an eurer Seite zu kämpfen. Das ist schön für dich. So. Davon haben wir jetzt genug. Wilde Schnappdrachen gefüttert. Ey. Verarsch mich doch. Sehr schön. Die Quest haben wir fertig. Du lässt mich mal schön in Ruhe, Freundchen. Und dann müssen wir scheinbar irgendwo da oben hin. Was haben die denn für eine Reichweite? Ah ja, jetzt habe ich wieder die Verwandlung drauf. Das ist sehr schön. Was ist hier? Wilder Schnappdrache. Okay. Ach, das sind die Viecher, okay. Das dürfte eine unterhaltsame Kraftprobe werden. Mein Champion gegen euch. So. Oben waren noch eine Menge gewesen, gell? Und ich sag mal, wenigstens sind sie uns dann nicht mehr unfreundlich gesinnt. Noch. So, einen da drüben noch. Und dann haben wir die Quest auch fertig. Schau an,
Ihr habt noch eure Gliedmaßen. Ja, warum denn auch nicht? So, beenden. Beenden. Stumpfe Waffen taugen nichts. Findet die Spezialwaffen innerhalb der Terrasse der Sanjia. Geht mir aus den Augen, Sklave. Jetzt müssen wir wieder da runter. Da unten gefällt es mir aber nicht. Nö, müssen wir doch nicht. Wir müssen nur darüber. Na komm. Da. Beenden. Magergeheimnisse stehen. Stehlt die Azrit-Waffen und kämpft euch den Weg von der Terrasse der Sanjia frei. Azrit 3, zack. Lass die Waffe fallen, Landbewohner. Welch seltsame Macht diese Waffe umgibt. Die See-Mäge Eis. Streitkräfte der Sanjia getötet. Das zählt auch dazu. Sehr schön. Verursacht der Schaden um 50% erhöht. Das ist doch mal schön. Hier mal kurz was probieren. Zack. Zack. Das ist aber gut. Das ist ja einfach. Alter. Was ein Schaden. So, Quest ist beendet. Bringt die Waffe zu Jaina Prachtmeer in der Tiefseezuflucht. Ach, die ist jetzt auch hier runtergekommen. Okay. Ja, ihr könnt mich ruhig aufgemountet lassen. Ja, jetzt müssen wir ein Stückchen weiter reiten. Und das war's. Sehr schön. Champion, Adaru hat mir von eurem Auftrag erzählt. Was habt ihr herausgefunden? So, bitteschön. Wir können davon ausgehen, dass die Naga mehr dieser Waffen irgendwo in der Nähe gelagert haben. Wenn wir das Lager finden, nehmen wir ihr Arsenal an uns und rüsten unsere Verbündeten damit aus. Klingenmeister Okani wird uns helfen. Sorgt dafür, dass die Ankoana alles bekommen, was sie brauchen. So, was hat er denn hier? Neue Quests, die machen wir dann erst morgen. Ziel.